Hallihallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Far Cry 3. Wie in der letzten Episode schon angesprochen, gehen wir heute jagen. Und schon geht die Action los. Irgendwo die verfickte Ziege, die ich ab... Also unten. Wenn wir jetzt jagen gehen, zum einen für den zweiten Waffengurt, den wir brauchen. Wir brauchen ja eine weitere Waffe. Dafür müssen wir jetzt natürlich Ziegen jagen gehen. Jetzt müssen wir halt schauen, wo die anderen Ziegen alle hingerannt sind, sonst... Da müssen wir jetzt ein bisschen schauen. Die haben sich hier irgendwo hin verpisst, das müssen wir nur schauen. Da. Dachte ich mir schon. Wow! Wir haben jetzt ein bisschen gezündelt. Ach du heilige Scheiße hier. Irgendwo sind hier welche. Irgendwo hat mich einer gesehen. Glaubst? Da habe ich meine Zweifel. Ja, so kann es gehen, wenn man nicht richtig aufpasst, würde ich mal sagen. Jetzt schauen wir mal, ob wir hier irgendwo zufällig noch ein paar Ziegen sehen. Da haben wir noch einen Außenposten. Jetzt schauen wir mal, was wir noch herstellen können. Vielleicht können wir zufällig
uns einen zweiten Waffenslot gönnen. Das wäre nice. Ja, na, Logo. Leute, ich bin begeistert. Wir können eine zweite Waffe mit uns führen. Was haben wir denn da unten? Ist das ein Hund? Es sieht mir sehr verdammt nach einem Hund aus. Ja, ist es auch. Hund brauchen wir jetzt auf die Schnelle nicht. Das, was wir brauchen, sind Ziegen. Eine bräuchte ich noch. Eine Ziege brauchen wir noch. Dann bin ich durchaus zufrieden mit mir für heute. Wir haben ja gesagt, wir gehen heute hauptsächlich zur Jagd für eine zweite Waffe. Das tun wir jetzt auch. Wenn wir noch irgendwo eine Ziege finden sollten. Mal vorausgesetzt, wir finden noch eine weitere Ziege. Ein Stein, das brauchen wir natürlich nicht. Das, was wir brauchen, sind Ziegen. Hier waren doch dutzendweise Ziegen da, das gibt's doch jetzt nicht. Oder ist das da unten zufällig eine? Jetzt schauen wir einfach mal nach. Hier streuen ja massenweise Ziegen umeinander. Jetzt müssen wir mal gucken, ob wir hier zufällig eine sehen. Unten. Einen einfachen Granatenbündel brauchen wir jetzt allerdings nicht. So. Da reisen wir jetzt per Schnellreise hin, dann rüsten wir den Köcher auf. Würde ich jetzt mal vorschlagen. Und dann rüsten wir auch mal Pfeil und Bogen aus. Na, jetzt haben wir ja die Möglichkeit, jetzt haben wir ja Pfeile, jetzt haben wir den Recurve-Bogen, zwar ohne Visier noch, aber besser als nix, würde ich mal sagen. Ja, das sehen wir ja dann alles, würde ich mal vorschlagen. Wahrscheinlich werde ich diesen Part ein bisschen kürzer machen, vielleicht. Wir brauchen einen Pfeilköcher mit Pfeilen. Dann haben wir noch eine Ziege übrig. Das ist ja sehr gut. Zum Aufrüsten werden wir als nächstes höchstwahrscheinlich uns um den Gap-Beutel kümmern, aber dann machen wir das in einem anderen Part, werden wir uns um den... Hm.
36 Dollar, das klingt jetzt zwar nach wenig, ist aber durchaus lohnenswert. Jetzt rüst man noch Munition auf. Zuallererst müssen wir den Bogen ausrüsten, das hätte ich fast vergessen. Spezielles ist da drin, genau. Recurve Bogen. Den rüsten wir jetzt mal aus. Genau. Jetzt haben wir für den Recurve-Bogen am Anfang zwar kein Zielfernrohr, aber damit kann ich sehr gut leben. Holy shit! Na, obwohl jetzt interessiert es mich eigentlich nicht. Weil unser Konto ist jetzt komplett ausgeschöpft. Aber ich denke, das wird sich dann ändern. Das wird sich dann sehr schnell ändern. Ein Haifetisch. Was das wohl sein mag, wer mir die Antwort geben kann, kann mir dies gerne in die Kommentare schreiben. Das ist unser Recurve-Bogen. Mit 10 Pfeilen. Vorerst. Dann sehe ich, ist hier irgendwo noch eine Kiste. Das ist wahrscheinlich die da hinten. Warum ihr euch wundert, warum der Rosthof schon erobert ist, den habe ich. Ich habe ihn erobert, habe auch einen Part darüber aufgenommen. Aber der hat sich dann irgendwie verflüchtigt, der ist dann irgendwie abhanden gekommen. Es war so eine schöne Mission, den Rosthof zu übernehmen. Apropos Rosthof, hätte ich fast vergessen. Was jetzt neu sein dürfte, ihr müsst euch nicht wundern, ist, ich habe hier den Funkturm übernommen. Jetzt hat das bedeutet, wir haben insgesamt 2 Objekte freigeschaltet. Den Rosthof habe ich in einem Part freigeschaltet, der mir dann aber nicht aufgezeichnet worden ist. Also müsst ihr euch nicht wundern, dass es zu diesem Rosthof keinen Part gibt. Egal. So. Dann schauen wir mal, was wir jetzt noch machen können. Da haben wir ein Bison. Brauchen wir irgendwann zwar auch, aber jetzt aktuell noch nicht. Ich würde vorschlagen, da wir noch eine, jetzt muss ich selber gucken, ob die noch da ist, weil wir haben hier, noch eine Todaufgabe zu erledigen, sehe ich jetzt aktuell. Und ich habe im letzten Part davon gesprochen, dass ich nicht mehr wusste, was ich aufgerüstet habe. Es war nicht der Waffengurt, es war der Beuterucksack. Entschuldigung, falls ich mich da ein bisschen dumm gestellt habe und mich dann daran nicht mehr erinnern konnte. Genau. Ja, ich werde jetzt hier kurz und knackig diesen Part einfach mal beenden. Ich werde noch dazu einläuten, dass
ich mich mit Crumbskull in Verbindung gesetzt habe und da sagen kann, dass in 10 Tagen, 10 bis 12 Tagen ungefähr auch von ihm die ersten Parts kommen werden. Um was es sich für einen Part genau handelt, kann ich mit jetziger Sicherheit noch nicht bestätigen, um was es geht. Falls ich weiß, um was es genau gehen sollte, ihr könnt mir auch gerne in die Kommentare schreiben. Ich soll es euch nicht mitteilen, dann lasst euch überraschen. Wenn ihr es wissen wollt, dann sage ich es euch selbstverständlich. Wenn ihr es wollt, vorausgesetzt. Ja, dann kann ich. Ach du heilige Scheiße. Ein Löwe. Scheiße. Da unten ist nämlich ein Löwe. Fuck, fuck, fuck. Ja, dann, ich werde euch jetzt auch mitteilen, was nach Far Cry reinkommt. Da werde ich Far Cry 4 beginnen. Ich werde jetzt mein Far Cry 4 durchzocken und dann werde ich mit Far Cry 4 weitermachen. Für euch. Und ja. Zudem, wir sind derzeit ist noch ein weiterer Kanal in Planung unter dem Namen, vielleicht unter dem Namen Grumskulls Cineblog. Das ist eine, auch wieder so wie hier, eine Seite, wo wir oder er, mein Bekannter, Filme vorstellt, die für ihn positiv sind im Kino und er wird da seine Meinung euch sagen und euch mitteilen, ob ihr den Film anschauen könnt oder nicht. Wenn ihr dieses Projekt unterstützt, dann schreibt mir das in diesem Far Cry 3 Kommentar, Video unten in die Kommentare oder wie auch immer. Aber da werden wir uns noch abstimmen und wenn ihr dem zustimmt und sagt, ja, das würde euch interessieren, weil mein bekannter Gromskull ist nicht nur ein begnadeter Zocker, sondern auch ein begnadeter Filmkenner. Und zu guter Letzt, falls sich ein Sponsor bereit erklären sollte, uns zu sponsoren, der darf sich gerne melden, denn ich würde mich sehr gerne freuen. Weil dann kommen auch wir mal weiter. Wir wollen jetzt nicht an die hohen YouTuber ran, sondern nur eine gewisse Abonnentenanzahl haben. Mehr wollen wir nicht und unsere Spiele an den Mann bringen. Und wenn wir das schon erreicht haben, sind wir eigentlich relativ glücklich. Ja. Ja, mehr fällt mir jetzt auf die Schnelle, was ich sagen wollte, eigentlich nicht ein. Im nächsten Part werden wir wahrscheinlich den einen Ding wieder erobern, den einen Außenposten, an dem wir gerade vorbei sind. Ja, und dann werden wir weiterschauen, was wir machen. Auf jeden Fall wünsche ich euch jetzt einen wunderschönen Tag. Und bitte kommentiert, liked, sagt's weiter. Ja, wir würden uns sehr freuen über Abos und Kommentare und positive Daumen. Negative Daumen sehen wir sehr ungern, aber schreibt bitte dazu, warum. Wenn es um die Filmqualität geht, dann sagt mir das, dann können wir daran natürlich arbeiten. Aber ich lasse mich aber von euch gerne überraschen. Ich verabschiede mich für diesen Tag und wünsche euch einen schönen Tag. Liked uns, sagt uns weiter. Auf Wiedersehen, euer Sucker.